Wonder, aber nicht etwas reloaded. Saxophon. Geht's euch eigentlich auch so, wenn ich gerade bei mir in die Instagram-Timeline reinschaue, da wird man so ein bisschen melancholisch, weil unheimlich viele Leute da Bilder posten oder so kleine Videoschnipsel von vor einem Jahr. Hey, schau mal hier, waren wir gerade im Urlaub und so vor einem Jahr, Mensch, um diese Zeit saßen wir am Strand irgendwo. Das kriegst du ja auch von Facebook immer so hochgezogen. Ja. Das war heute vor einem Jahr. Mhm. Gerade so, als wollte Facebook uns an die bessere Zeit erinnern, damals, als es noch keine Pandemie gab, als es noch, weißt du, als wir uns noch Sorgen um Dinge gemacht haben, über die wir heute lachen, so völlig belanglos. Ja, völlig, denkst du, Gott, da hat man den ganzen Scheiß noch nicht. Und dann haben wir uns gedacht, wir schauen auch mal, was war denn genau heute vor einem Jahr? Also in dieser Show hier, exakt vor einem Jahr, um 11.20 Uhr, 25, was haben wir da gesendet? Und das war das Thema hier. Annette aus Hammelburg in Unterfranken hat einen Kritikpunkt an unserer Sendung, den ich nachvollziehen kann. Es geht ja um die Geschichte aus den USA. Da war ein Demokrat im US-Fernsehen und der hat live bei einer Rede oder bei einer Antwort im Fernsehen, ist ihm das passiert. Taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help them cheat an election. Er hat einfahren lassen. Definitiv. Darüber diskutiert auch die halbe Welt. Der Typ hat live im Interview einfahren lassen. Dann sagte er die Produktionsfirma, nee, stopp. Der kann da nichts dafür. Das war eine Tasse, die irgendwo im Raum über den Tisch gezogen wurde. Und das haben wir dann ausprobiert. Ja, wir haben hier die Tasse genommen. Ja? Unsere Tasse? Nein, kann nicht sein. Das war definitiv das Einfahren lassen. Bis Annette uns vorhin ein Voicemail geschickt hat und gesagt hat, die Tasse von Annette, Achtung. Wie geil ist das denn? Das kommt aber. Also ich meine, das kommt nah dran, oder? Es könnte es nicht wirklich sein, dass.